Jo, moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu Dark Crusade. Das war eine ziemlich wilde Schlacht in der letzten Folge. Wir haben die grüne Küste erobert und wir beenden das jetzt mal hier. Und schauen. Okay. Dass er da an unserer Hauptbasis rumeiert, das finde ich nicht so schön. Deswegen werden wir uns jetzt mal beeilen. Wunderbar, das heißt Attacke! Unsere Ehrengarde ist komplett, also Angriff. Als die Entwicklung des Krieges sich gegen die Tau wandte, wurden sie in ihrer Festung in der Stadt Asharis von den Aliens umbenannt nach Taschen angegriffen. Die Aliens aber waren gut verschanzt und bereit, eine ordentliche Verteidigung aufzustellen. Shao Kais, der militärische Anführer der Tau, richtete sein Hauptquartier in der mächtigen Zitadelle im Stadtzentrum ein, wodurch Angreifer gezwungen waren, sich ihren Weg durch die engen Straßen zu bahnen, in denen sie mit Hinterhalten und Beschuss durch Scharfschützen rechnen mussten. Weitere Außenbasen in anderen Stadtteilen unterstützten seine Strategie, bei der Krautjäger und mächtige gepanzerte Einheiten die Angreifer nur noch mehr bedrängen konnten. Die einzige strategisch wunde Stelle war der Platz der Einheit, der größte öffentliche Platz der Stadt. Ein moderner Funkturm an dieser Stelle könnte potenziell von Angreifern benutzt werden, um die Positionen der getarnten Einheiten in der Stadt aufzudecken. Okais wusste jedoch, dass das ultimative Ziel der Angreifer die Auslöschung und nicht die Eroberung sein würde. Aonel Chiores, ein Mitglied der geheimnisvollen Kaste der Himmlischen, führte die Streitkräfte der Tau von der Zitadelle in Taschen an. Sollte er sterben, würden die Streitkräfte der Tau zusammenbrechen. Aber solange der Himmlische lebte, würden die Tau Taschen gegen alle Angreifer verteidigen können. Nun denn. Okais, sind Ihre Truppen bereit? Ja, Aonel. Die Erdkaste ist dabei, den Mondka-Befehlsstand fertigzustellen. Unsere gepanzerten Einheiten sind bereit, den Todesstoß zu versetzen. Und unsere Krautverbündeten? Auch bereit, Aonel. Der Kaujon-Befehlsstand im Krautviertel der Stadt ist bereit. Und die Weisen haben ihre Elitekrieger eingeteilt. Geistkampfanzugteams beziehen in der ganzen Stadt Stellung. Sie sind bereit zuzuschlagen, wenn der Feind geschwächt ist. Sturmteams aus Feuerkriegern und Krautrudeln verteidigen die Straßen und stellen sich dem Feind entgegen. Ausgezeichnet, Commander. Bitte führen Sie mir die Trupps vor. Soldaten der Feuerkaste, Krot und Vespid Verbündete. Heute stehen wir wie ein Bollwerk gegen die Egoistischen, die Seelenlosen und die Verrückten. Heute müssen wir unsere Feinde aus unserer Stadt und von unserer Welt vertreiben. Heute, mehr als jemals zuvor, werden wir für das höhere Wohl kämpfen und wir werden siegen. Das meint er? Naja, da mal los. Wir haben natürlich nicht wirklich viel, was wir hier nutzen können. Wir müssen sehen, dass wir...
Kehrt zu den Gruften zurück, aus denen ihr gekommen seid, ihr Monster. Gerne. Aber zuerst müssen wir euch den Weg in eure Gruften weisen. Quatsch. Uiuiui, hier geht's jetzt gleich los. Die machen uns stark. Macht sie nieder. Feuer eröffnen. Macht Feuer sie eröffnen. Nieder. Okay. Feuer eröffnen. Feuer eröffnen. Feuer eröffnen. Du bist stark. Das müssen wir wirklich mal sehen. Oh, 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 oh. Eieieiei, Döber. Befehlsstand, Bericht erstatten. Mondkar-Befehlsstand bereit, Chaso. Krisiskampfanzüge einsatzbereit. Der Kaujon-Befehlsstand ist im Kotviertel sicher. Wir werden ihn verteidigen, Commander. Ausgezeichnet! Greifen Sie den Feind mit Sturmteams an, aber schützen Sie Ihre Stellungen! Okay, das sind die gegnerischen Befehlsstände. Feuer eröffnen! Eieieiei. Ja, das ist haarig. Macht sie nieder. Und ich habe Befürchtungen, dass es mir mit den Elder ähnlich ergehen wird. Macht sie nieder. Macht sie nieder. Macht sie nieder. Ziele erfasst. So, wir müssen jetzt mal ganz schnell sehen, dass wir die Gegner hier loswerden. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hä? Kontrollpunkt? Seid ihr Gaga? Schneller! Boah, meine Herren. Okay, dann jetzt aber mal schnell. Wir brauchen eine Grundverteidigung. Die machen uns stark. Teamführer, greifen Sie den Feind an! Schneller. Ah, verdammt, wir haben nicht genug.
ruft, Brüder. Gut. So, wir müssen jetzt sehen, dass wir möglichst schnell eine Verteidigung aufbauen. B, wir müssen uns einen Weg überlegen, wie wir hier durchkommen. Aber im Zweifelsfall werden wir hier dann uns auch einfach mit brutaler Gewalt durchfressen. Es ist ja nicht so, dass diese Taktik noch nie funktioniert hätte. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall sehen, dass wir die Obelisken hier dann auch am Ende des Tages befestigen. Aber so wie es aussieht, haben wir jetzt erstmal den ersten Ansturm überlebt. Gott sei Dank. Meine Güte. Was für ein Massaker. Und da hier jetzt so viel tot rumliegen, denke ich mal, ist es unter Umständen auch ganz interessant, nochmal diese Gruftspinnen dann jetzt zu beschaffen. Für das höhere Wohl! Macht sie nieder! Und das wird auch. Okay. So, wir werden aus zwei Richtungen angegriffen, primär. Ah, ich muss mir das nochmal zusammendenken. Das Schlimme ist, ich fürchte, gegen die Eldar wird uns ein ähnlicher Spaß erwarten. 100, okay. Okay, sehr gut. Meine Güte, hat das wehgetan. Haben wir hier jetzt zumindest überall erstmal Stufe 1 Obelisken? Ja. Okay, gut. Eieieiei. Hier sind auch extrem wenige Punkte. So dass ich gezwungen bin, halt eben auch so zu arbeiten. Das ist natürlich auch nicht unbedingt schön. So, 50. Sind wir 60, 70, 80, 90. Einer noch. Der kostet uns dann 160. So. Und der Kollege ist hier, da, ne? Nehme ich mal zumindest an. So.
Wir werden hier eine Sperrmauer aufrichten und dann rechts uns dann entsprechend voranarbeiten. Okay, also das Brauproblem der Gegner ist, dass sie ungeheuer Reichweiten stark sind. Und das müssen wir natürlich irgendwie ausgleichen. Okay, da haben wir alles. Bleiben. Bloß nicht wieder aufstehen. Das mag ich gar nicht. So. Können wir noch? Ja. Oh, meine Herren, das ist eine schweißtreibende Geschichte hier. So. Mehr Türme gehen nicht. Gut, dann ist das so. Dann werden wir jetzt erstmal die offensichtlichen Dinge tun. So, und jetzt werden wir erstmal unsere Truppen ein wenig umsortieren. Du bleibst hier. Die Parias gehen auch dahin. Für das höhere Wohl! Unsere Pflicht ruft sie nieder. Okay. Zieh dich zurück. Noch einen zweiten. 350, da brauchen wir noch ein bisschen. Okay, das sieht gut aus. Gut. Was mich gerade so ein bisschen wundert ist, irgendwie vermisse ich einen Extinktorentrupp. Den werde ich wahrscheinlich verloren haben. Gut, wir stehen hier eigentlich gar nicht so schlecht. Hoffe ich.
Bin mir noch nicht so richtig sicher. So, Bevölkerung voll. Erstmal zurück mit dem Zeug, weil wir dann jetzt im Zweifelsfall gleich noch Extinktoren, nicht Extinktoren, Blödsinn, Destruktoren einsetzen müssen. Nein, wir warten auf die. Wir warten. Wenn wir ein paar Einheiten da mehr mitnehmen können, dann ist es hier, glaube ich, auf jeden Fall gut. So. Machen wir momentan. Ah, okay, dazu brauchen wir den Monolithen. Im Augenblick sieht das gut aus. Im Augenblick sieht das gut aus. Da kommen weitere Krot. Oh oh. Die machen uns stark. Die machen uns stark. Machen Sie uns stark. Unsere Pflicht ruft, Brüder. Nötig sein. Eieieiei. Unsere Pflicht ruft. Ja, da werden wir uns wirklich um das Thema Management kümmern müssen. So, wie stehen wir denn hier mittlerweile? Nicht so schlecht. Okay, vorrücken. Wir machen das jetzt einfach mal und gucken mal, wie weit wir kommen. Weil ich bin eigentlich nicht unbedingt jetzt gewillt, hier noch groß mich weiter belagern zu lassen. Die halten. Ich kann wieder... neue Türme bauen. Das werden wir auch machen. So. Mhm. Macht sie nieder. Die machen uns stark. Ein bisschen Einheitenmanagement betreiben. Okay. Für das höhere Wohl! Du bist stark und das wird auch nötig sein. Macht sie nieder! Ah, wo ist mein. Hä? Wo ist mein. Da! Ich wundere mich schon. Die machen uns stark. So, jetzt erstmal gucken. Müsste doch mittlerweile, ja, auch die Level 2 Verbesserung bauen können, genau. Geht's denn noch weiter? Ja. Okay, mehr ist nicht. Genau, dahin stellen. Eigentlich war das dämlich, ne? Egal, komm.
Okay, wir haben Truppen verloren. Sturmteams, sucht euch die Ziele und greift an! So, 6 von 11. Macht sie nieder. Unsere Pflicht ruft, Brüder. Macht sie nieder. Wir müssen uns jetzt hier wirklich durch die Gegnergruppen kämpfen. Gut. Ah, das ist momentan nicht ganz so schlau alles. Ups. Sollen wir nochmal sehen? Zeit zum Fressen, ihr Kleinen. Macht sie nieder. Ziele erfasst. Macht sie nieder. Gut. Also bisher halten wir uns. Meine Herren, ordentlich am Bluten bisher. Das Problem ist halt eben, dass unsere Einheiten so schleichig sind. Mal sehen, wie weit wir hier jetzt mitkommen, bevor der Sturm zusammenbricht. Okay. Da wurde ein weiterer Trupp fertiggestellt. Das ist nicht sehr elegant, was wir hier tun, aber es hilft. So. Das heißt, du kannst jetzt auch das hier kriegen. Wir sind bei 15 von 17 Einheiten und wir brauchen neue... Wir brauchen neue Destruktoren. Weil das, was wir hier jetzt noch haben, dürfte nicht reichen, um die gegnerische Festung einzunehmen. Möchte ich mal behaupten. Für das höhere Wohl! Die machen uns stark. Aber da ist schon Ehrengarde. Thank you.
sie nieder! Und das wird auch nötig sein. Okay. Also wenn wir hier jetzt gleich noch was verlieren sollten, dann werden wir nichts mehr hinterher schicken. Unsere Pflicht ruft Feuer. Sie sind in der Zitadelle. Krisiskampfanzüge, angreifen! Oha. Unsere Pflicht ruft, Brüder. Du bist stark. Und das wird auch nötig sein. Gut, dann werden wir einfach Welle auf Welle folgen lassen. Nicht sehr schön. Aber so werden wir uns durcharbeiten. Alle Waffen! Commander, die Necrons haben Aunel gefunden. Feuerkrieger, schlag diese Schrecken zurück. Beschützt Aunel um jeden Preis. Diese Kreaturen haben keine Seele. Alle Waffen abfeuern! Okay, unser Necron-Lord hat's erwischt. Dann werden wir hier einmal wieder zurückgehen. Wir bauen weitere Necron-Trupps. Du bist stark. Und das wird auch nötig sein. Das wird übel. Das Gute ist, wir haben genug an Energie in der Hinterhand. Oh, okay. Teams, greift den Feind an! Die Frage ist, wo ist Aunel? Wir suchen ihn. Und wenn wir ihn finden können... Unsere Pflicht ruft, Brüder! Unsere Pflicht ruft, Brüder! Und die hier, die schlagen sich immer noch wacker. Unsere Pflicht ruft, Brüder. Gibt's ja nicht. Na, wie weit sind wir hier? Wunderbar. Der wird jetzt einzig und allein nur dafür da sein, unseren Necron-Lord immer wieder zu erwecken. Mehr Monolithen dürfen wir nicht. Wir dürfen nur 3 Stück haben. Okay. Können wir auch nochmal den Energiebezug erhöhen. Hilfe! Ja, wenn ihr euch da so ein bisschen zurückzieht, dann ist das, glaube ich, ganz günstig. Unsere Pflicht ruft, Brüder. Du bist stark.
Und das wird auch nötig sein. Gut, da kommt jetzt noch ein Trupp mit dazu. Und dann haben wir hier wieder ein volles Angriffskomplement. Der Necronlord wird auch wieder erweckt. Ist jetzt hier irgendwo den Aonel zu finden. Da ist er. Unsere Pflicht ruft, Brüder. Ah, okay. Gut. Dann werden wir das anders machen. Das ist das Kader-Hauptquartier. Dann wird das unser erstes Angriffsziel sein, dass er das so lange beschädigt, bis es im Eimer ist. So, 12 von 15. Meine Güte, jetzt mach doch hin! So. Auf geht's, die nächste Welle. Boah. Das sieht gut aus. Sehr gut. Ja, super Junge. Oh, so richtig hier. Das Gute ist ja, ich könnte ihn da ja eigentlich auch wegteleportieren, aber das will ich nicht. Wie weit ist er? Weil ich muss ihn dann gleich auch weiter dafür dann in den Einsatz bringen. So, meine Güte, da stürmen wir hier die Zitadelle, aber... Mann, Mann, Mann. Kontrollpunkt ist ausgeschöpft. Ist nicht so schlimm. Wir sind relativ einheitensparend unterwegs. Ja. Unsere Pflicht ruft, Brüder. Unsere Pflicht ruft, Brüder. Ja, er hat sich auch voll erholt. Also wir brauchen da einfach auch mehr. Okay. Da steht eine Menge Gegnerschaft rum. Haben sie damit nämlich erstmal zu tun.
Wir brauchen hier ein paar schwere Destruktoren. So. Jetzt mal die Trupps ein bisschen zusammenhalten, dass wir hier gebündelt marschieren und nicht uns verzetteln. Teams, sucht euch die Ziele und greift an! Machen wir erstmal die Geister weg. Je weniger Gegner wir hier hinten haben, desto besser. Meine Necrons erstmal hierhin. Sieht mal zu, dass wir erstmal hier diese ganzen Fahrzeuge loswerden. Den als nächstes. Gut. Ich würde sagen, damit kriegen wir jetzt auf jeden Fall das, was wir wollen. Alle Waffen abfeuern! Alle Waffen abfeuern! Der Trupp hat böse eins auf die Nase bekommen. So, wir werden mit den Trupps jetzt vorrücken. Und wir werden uns Aonel suchen. Ach, da ist er doch. Alle Waffen abfeuern. Da wird er uns nicht mehr entkommen können. So, jetzt haben wir mal Ruhe hier. Ich bin froh, für unsere Sache kämpfen zu können. Nicht mehr lang. Sehr gut. Meine Herren, das war jetzt aber echt ein hartes Stück Arbeit. Und das Gleiche wird uns nochmal mit den Eldar verfolgen, denn die... Wir werden Aonel für sein Begräbnis zurückbringen. Hier gibt es für uns nichts mehr. Okay. Nicht schlecht. Bei dem Aufeinandertreffen des jungen Sternenreichs der Tau und dem alten Übel der Necrons gewann die urtümliche Entschlossenheit über die jugendliche Überschwänglichkeit. Trotz all der taktischen Finessen von Commander Okais war die Necron-Flut für ihn unaufhaltbar. So wurde Asharis von den Necrons gesäubert, genau wie sie alle anderen Gebiete zuvor gesäubert hatten. Der Rückzug der Streitkräfte der Tau ließ die übrige Bevölkerung von Asharis ungeschützt vor der Säuberungsaktion der Necrons zurück. Sobald sie mit ihrer kaltblütigen Abschlachterei fertig waren, verließen die Necrons einfach die Stadt und ihre umgebenden Ortschaften und überließen sie dem Zahn der Zeit.
Automatische Videosysteme sendeten noch immer Nachrichten aus den verlassenen Straßen, während die bleichen Knochen von Tau, Krot und Menschen noch in den mit Asche übersäten Straßen lagen. Jahaha. So soll's sein. Wunderbar. Das Sternreich der Tau ist besiegt. Wir werden dann in der nächsten Folge hierhin springen, in die Demes-Nordlande, damit wir dort dann im darauffolgenden Zug gegen die Eldar-Festung losschlagen können. Das heißt, wir werden noch so 1 bis 2 Folgen haben, dann ist auch Feierabend. Je nachdem, wie schnell wir mit den Eldar fertig werden. Aber das ist eine Frage der nächsten Zeit, wie wir damit weitermachen. Und ich hoffe, ihr werdet auch dabei sein, wenn es dann in Richtung des Finales von Dark Crusade geht. In diesem Sinne, macht's gut, ich bin raus. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Ciao.